Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Destiny 1. Ich bin Kyros und in diesem Video habe ich einen heftigen Glitch für euch. Credits gehen hier raus auf jeden Fall an Shaddox. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und ihr braucht für diesen Glitch, das ist der heftigste und einfachste Glitch, den es jemals gab. Ihr braucht nur diese Geste. Trau dich nur. Diese Geste braucht ihr und mehr nicht. Wenn ihr diese Geste habt, dann könnt ihr euch durch jede beliebige Wand durchglitschen. Ich zeige euch als allererstes mal, wie das geht. Und zwar, ihr macht die Geste und drückt anschließend ducken. Das heißt, Geste, ducken, Geste, ducken, Geste, ducken. Immer so weiter. Und diesen Glitch kennt Shaddox wirklich seit Release von Destiny 1 oder beziehungsweise ja, seit Destiny 1, Jahr 1 so ungefähr. Und er hat den jetzt vor einer Woche oder anderthalb auf YouTube veröffentlicht und das ist so krass rumgegangen. Die Geste gibt es in Destiny 2 gar nicht mehr. In Destiny 2 geht das Ganze nämlich auch. Da verlinke ich euch mal ein Video in die Videobeschreibung, wo ihr seht, wie das Ganze in Destiny 2 funktioniert. Ich habe das hier in Destiny 1 gemacht, weil ich kein Destiny 2 mehr spiele. An der Stelle auch eine Information an meine Abonnenten. Ich spiele kein Destiny 2 mehr. Ich spiele das vielleicht einmal in der Woche noch, einmal in Strike oder so. Wenn ihr mit mir spielen wollt, ich blende mal hier mein Gamertag ein, mit dem ich Destiny 1 spiele. Ich werde da jede Freundschaftsanfrage annehmen und dann könnt ihr mit mir auf jeden Fall ein bisschen Destiny 1 zocken. Und ihr habt es jetzt gesehen, wir haben die Geste gemacht und uns geduckt und schon sind wir hier in der Arena out of map. Ich habe das Ganze hier in der Arena aufgenommen, weil ich es hier einfach am heftigsten finde. Das sieht einfach so geil aus, die Arena out of map. Auf jeden Fall mega, mega Props an Shaddox, wenn du das siehst. Also krass. Schade nur, dass das Ganze jetzt gepatcht wird. Ist natürlich mega bitter, aber war eigentlich vorherzusehen. Dann wär's das an der Stelle eigentlich auch schon. Wie gesagt, addet mich einfach, wenn ihr mit mir Destiny 1 spielen wollt. Ich spiele da jetzt öfters und dann war's das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut da rein und ciao!